Dänische Fußballnationalmannschaft hat einen ersten Erfolg im Streit um die Verteilung der Sponsorengelder gefeiert. Wie der Verband DBU am Donnerstag auf seiner Website mitteilte, wurde mit der dänischen Spielervereinigung eine erste Einigung erzielt. Beim Nations League-Auftakt gegen Wales am Sonntag wird demnach wie gewohnt das Stammpersonal auflaufen. Auch die Sponsorengelder werden für dieses Spiel wie üblich verteilt. Weitere Verhandlungen diesbezüglich sind bis 30. September geplant. Das ist gut für das Nationalteam und für alle im dänischen Fußball, sagte DBU-Präsident